So, Ende des Tages 7. Wir wollen euch nochmal die letzten 4 Tage kurz erzählen. Das war ja der Ende des dritten Tages hier. Und hier dann hoch bis nach Dorothea. Das ist unser heutiger Stand. Bonji, Bonja, Bonjorno, willkommen zu Tag 7 unserer etwa 40-tägigen Reise durch Europa. Wir befinden uns immer noch in Norwegen, haben gerade ein schönes Käffchen getrunken, nachdem wir heute bei unserem etwas semi-gemütlichen Zeltplatz aufgebrochen sind. War ganz witzig, sind wir noch erst in die falsche Richtung gefahren, so ein Feldweg, dann waren wir auf so einem Bauernhof und Landwirt, Frau und Hund haben uns dann erklärt, dass wir doch lieber umdrehen müssen. Hey, hello. Hello. You're wrong here. Yeah, you're wrong. Okay. This is just the GPS is not showing the right way. Mm-hmm. It's just for trackers over here. Where are we going to? North. Just the north, did you follow the E6? We did yesterday, yeah, and we're trying to protect the E6. I think so, I'm not okay. Sure. Okay, yeah. just a second. It comes off as a shortcut. No. But it's always in every summer lots of people come here. Yeah. But the road you see is up here. Straight to the cow. Haben wir natürlich brav gemacht und schön Tack gesagt, wie sie das gehört. Und jetzt geht's weiter Richtung Norden. Wetter ist heiter bis wolkig, vielleicht mit einer leichten Tendenz zu wolkig, aber trocken. Genau, ansonsten hoffen wir wie immer, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Wünschen euch viel Spaß bei Tag 7, der jetzt losgeht. Jo, Ultit. Die norwegischen Motorradfahrer sind offensichtlich auch schon wach. Hey, da kommt ein ganzer Schwarm, guckt, da muss irgendwo ein Nest sein. Ja, moinsen, servus, hallihallo, grüezi miteinander. So, heute Nacht Zelt. Frühstück war ein bisschen knapp, aber wir haben einen Kaffee gefunden, einen Kaffeeladen und Markus ist begeistert. Ja, 2600 Kilometer knapp, Tag 7. Ganz schön viel, ne? Also wenn das so weitergeht, dann kommen wir irgendwie auf 12.000 Kilometer statt 9.000. Und vor allem hier, guck mal, Durchschnittsgeschwindigkeit 72. Ganz schön schnell, ne? Wir sind echt schnell. So, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da drüben auf dem Dach steht's. Hier ist übrigens Rom. Ging schneller wie gedacht. Sehen könnt, inzwischen gesellen sich mehrere Motorräder zu uns. Vor Dietmar fährt ein vollgepacktes Motorrad, wenn ich das richtig erkennen kann, ebenfalls ein Deutscher. Und wenn ich das auch richtig erkennen kann, hat er überhaupt kein Motorradtest.de Aufkleber hinten drauf. Ist ja nicht zu fassen. Hinter mir, weiß ich jetzt nicht, ob ich den Rückspiegel einfangen kann, ist auch egal. Auf jeden Fall ist da auch ein Motorrad und ich glaube, bis wir rum sind um Europa, fahren wir dann so in einem Pulk von ungefähr 300 Motorrädern in Reihe. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg
nach Richtung Schweden, kann man fast schon sagen. Also jetzt werden wir Richtung Osten fahren und quer durch Norwegen, und zur Grenze ist es dann nicht so weit. Ich schätze mal so 3-4 Stunden. Und witzigerweise fährt seit einer Stunde ungefähr vor mir ein Typ aus ESW auf einer Triumph. Das ist jetzt quasi unser Tourguide. Der fährt offensichtlich die gleiche Strecke. Und ist echt lustig. Der hat uns schon auch geholfen beim Überholen. Er ist ja hier sehr kurvig, und wenn er überholt hat und er sehen kann, dass alles frei ist in der Kurve, dann fährt er links rüber auf die linke Fahrseite und blinkt nach links, um uns quasi anzuzeigen, ihr könnt auch überholen. Total nett. Und mal sehen, vielleicht halten wir gleich mal an und trinken noch einen Kaffee mit dem. Mal sehen. Kleine Schaffamilie auf der Straße. Vorhin hatten wir auch schon ein Reh auf der Straße. Das war auch spannend. Für uns überhaupt nicht gefährlich, aber das überquerte vor uns so die Straße. Wir waren quasi am Stehen und dann wollte das links so einen Abhang hoch und hat es irgendwie nicht geschafft. Und dann kam es da wieder runter, gepurzelt und stürzte auf der Straße neben uns, und helle Aufregung. Aber hat es dann schließlich geschafft. Ich war leider zu langsam, meine Kamera anzumachen. Aber mit Chance hat der Dietmar das auf seiner Dashcam. Weiter geht die wilde Fahrt Richtung Osten. Wir haben inzwischen die geteerte Straße verlassen, weil der Dietmar will ja unbedingt noch ein Elch sehen. Ob das was wird? Auf jeden Fall sehr schön hier. So, jetzt sind wir hier in Nordli an der Tanke. Und Max, hast du eigentlich schon mal ein Elch gesehen? Ja, vorhin, ne? Weiß nicht, ob es ein Elchbaby war. Nein, das war noch kein Elch, das war ein Reh. Also ich glaube, demnächst fragen wir mal hier irgendeinen Norweger oder einen Schweden, ob der schon mal ein Elch... Ob die wissen, was ein Elch ist. Hab überhaupt jemand schon mal ein Elch gesehen? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es gibt gar keine Elche in Wirklichkeit. Ich glaube, das ist eine Erfindung von dem skandinavischen Tourismusverband, damit die Deutschen hier alle herkommen und irgendwie auf der Suche nach Elchen und bitte Geld mitbringen. So, glaube ich echt. Nee, also ich muss sagen, ich habe tatsächlich schon ein Elch gesehen. Ja, im Fernsehen. Nein, auf der Fahrt. Links neben uns stand ein Elch im Garten, aber es war kein echter. Ach so, ja. Ich glaube, es gibt keine Elche. Ich glaube, das ist echt so ein Touri-Nepp-Zeug. Wahrscheinlich haben die so 2-3 ferngesteuerte irgendwo mal hingestellt und gefilmt, damit es auch hier Heinz Sielmann, Expedition ins Tierreich und so, damit er darüber berichten kann. Es gibt keine Elche, Leute, glaubt mir das. Also man muss ganz klar sagen, die Straßenverhältnisse werden von Minute zu Minute besser. Aber weit und breit kein Elch. Und hast du schon Elch gesehen, Didi? Nein. Noch keine Elche, aber es gibt hier Bären. Kann ich euch zeigen, pass auf. Guck. Gebären. Aber wenn jetzt nicht langsam mal hier ein Elch hervorlugt, dann weiß ich auch nicht. Wir sind echt im tiefsten Wald. Ja, wenn schon kein Elch, dann wenigstens Schafe. Die gibt es hier echt an jeder Ecke. Jetzt wird es Zeit für eine kleine Show-Einlage. Achtung, aufgepasst. Auf dem Motorrad vor mir sitzt ein schöner Dietmar. In Heldklamotten sieht er sehr gut aus. Er dreht jetzt schon seit Stunden hier in Norwegen seine Runden. Doch heute noch kommt er wieder in Schweden an. Applaus, Applaus, das war auch großartig nicht gelungen. Jetzt wird es schon bald Zeit, Abschied zu nehmen von Norwegen. Wir sind immer noch auf der 74 Richtung Gäddede. Gäddede dann wieder in Schweden. Das will ich jetzt mal nutzen, um noch ein paar letzte Worte in Sachen Norwegen loszuwerden, weil es mir echt super gefallen hat. Wir haben jetzt echt ein paar schöne Tage in Norwegen erlebt.
viele schöne Dinge gesehen und ich glaube ganz viele schöne Dinge noch nicht gesehen. Ich war das erste Mal in Norwegen und mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Norwegen ist auf jeden Fall eine Reise wert. Auch extrem schön zum Motorradfahren, finde ich. Sehr schöne Landschaft, sehr nette Leute und alles sehr gechillt. Hat mir echt total gut gefallen. Insofern fast ein bisschen schade, dass der Norwegen-Abstecher in etwa 10 Kilometern zu Ende gehen wird. Aber die Reise geht ja noch lange nicht zu Ende. Insofern freuen wir uns jetzt erstmal wieder auf die Rückkehr nach Schweden. Und ich denke mal, dass wir mit ein bisschen Glück, da müssen wir noch mal gucken, wie die Fährsituation ist, morgen dann in Finnland sein werden. Also, nochmal, Norwegen, super, super schön. Ich werde wiederkommen. I think this is Sweden now. Hi. Ja, wir sind wieder in Schweden. Es war wieder sehr nett und unproblematisch, der Grenzübertritt. Das ist doch fein. Nun sind wir endlich runter von der E6, kurz vor Grong, und befinden uns jetzt auf der 74 Richtung Gedede. Ja, in Schweden ist aus der A72 die A342 geworden. Ist auch genauso schön eigentlich wie in Norwegen. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir jetzt an diesem See vorbeifahren. Also das ist wahrscheinlich der größte See der Welt hier, nehme ich mal an. Wunderschön, aber immer noch kein Elch. Jetzt fahren wir schon eine ganze Weile auf der, ich glaube, 342 durch Schweden. Ziel ist Umea, die Fähre nach Finnland. Und jetzt ist der Dietmar mal hier abgebogen. Ich glaube, der hat langsam Hunger. Und das ist echt so, auf der Straße, wo wir eben unterwegs waren, da ist nix. Nix, nix, nix. Und hier war jetzt ein Schild zu einem Campingplatz oder so. Mal gucken, ob die was zu beißen haben. Für den armen Dietmar. Ah, ich sehe schon schwedische Fahnen da vorne. Aber ich fürchte, hier gibt's nichts. Gehe ich recht in der Annahme, dass du hungrig bist? Ich dachte, hier gibt's irgendwie einen Campingplatz mit Imbiss. Habe ich mir schon gedacht. Da stand aber auch Naturcamping auf dem Schild. Aber jetzt pass auf, ich könnte dir noch einen Apfel anbieten. Nee? Hier gab es schon mal nichts zu essen. Also geht die Reise weiter, weil der Dietmar hat Hunger. Aber es sind, glaube ich, tatsächlich bis zum nächsten Supermarkt noch 70 Kilometer. So, Endspurt. Dorothea in Lappland. Und hier geht's auf den Campingplatz.
letzten Meter zu Hütte Nummer 77. Mal gucken. 27. Also entweder es ist 27 oder wir sind hier falsch. Siebenundsiebzig sagst du, ne? Ah, okay. 22. Hat er nicht gesagt 77? Ja, das ist unser eigener Garten. Schön groß, ne? Das ist unsere Hütte. Markus' Motorrad. Und der Armbrutstisch ist auch schon gedeckt. Wir haben tierisch noch mal. Ich habe heute Morgen bisher, oder den ganzen Tag bisher, ein Brötchen gegessen und einen Kaffee. Und es ist 18 Uhr. Also insofern, los geht's. Bitte. Danke, bitte. Soll ich? Ja. Mach du. So. Bettgeflüster heute? Gar nicht Bettgeflüster, heute Veranda-Geschwafel. Genau. Highlights des Tages. Ja. Also mein Highlight, nein, fang du an. Ich soll anfangen. Mein Highlight war heute ganz klar die A72 von Norwegen nach Schweden. Übrigens, falls ihr mal nach Norwegen fahrt, nehmt nicht die E's, nehmt die A's. Die E's sind die etwas größeren Straßen, die E6 zum Beispiel, sind wir heute gefahren. Das war bärenlangweilig, finde ich. Und dann sind wir rechts abgebogen Richtung Schweden, Richtung Wald. Und da war es die A72. Und das absolute Highlight war, dass wir wirklich stundenlang an einem See vorbeigefahren sind. Ich glaube, das war der größte See der Welt. Ich muss das korrigieren. Dein Highlight war, glaube ich, endlich was zu essen. Stimmt. Und das größte Highlight wird noch kommen. Das wird noch der Elch sein. Der Elch. Aber wir sind uns in einem Punkt sind wir uns einig, also die E6, da war auch mein größtes Highlight, von der E6 runterzukommen. Und was man wirklich gemerkt hat, die Laune ist maßgeblich davon abhängig, auf welcher Straße man sich so befindet. Das stimmt, wirklich. Ja. Aber wir müssen ja auch ein bisschen vorankommen, hilft ja alles nichts. Genau. Aber die E6 haben wir erfolgreich hinter uns gelassen. Ja. Und was auch schön war, heute war es endlich mal wieder ein bisschen wärmer. Ne? Also hier lustigerweise in Schweden. Jetzt gerade finde ich es wieder. Ja, jetzt ist es wieder ein bisschen schattig. Die Sonne ist weg. Aber die Sonne hat geschienen und irgendwie vorhin haben wir noch kurz eingekauft und ich habe da auf dem Parkplatz auf Markus gewartet und da stand ich in der Sonne und es war richtig warm. Die letzten Tage war es echt ein bisschen kalt. Ne? Vor allem heute Nacht im Zelt. Heute Nacht war es tatsächlich ein bisschen kalt, ja. Aber wir sind natürlich auch profimäßig ausgerüstet. Das ist gar kein Problem für uns. Ne? Genau. Wir haben noch ein weiteres Highlight. Warte, hol ich kurz. Was denn jetzt? Ich habe übrigens auch noch ein Highlight. Wir haben fast ein Reh übergemangelt. Ich weiß gar nicht, ob Markus das reingeschnitten hat in das Video. Aber es war echt voll wild. Es kam auf einmal auf die Straße geplumpst und hat sich dann auch noch vor meinem Motorrad gemault, voll hingeschmissen. Ist dann wieder abgehauen. Also dämliches Reh. Fand ich wirklich ein bisschen merkwürdig. Ach so, ja, natürlich. Die Paste. Fisch aus der Tube. Ja, steht Kaviar drauf, aber ist eigentlich kein Kaviar. Ist unser neues Grundnahrungsmittel unterwegs. Das ist sehr, sehr lecker. Ja, das war's für mich. Alles klar. Ich habe keine weiteren Highlights. Nein, ich auch nicht. Dann gehen wir gleich ins Bett. Wir haben hier eine schöne Hütte, habt ihr ja gesehen. Und endlich mal wieder ein richtiges Bett. Nachdem wir gestern nicht so gut geschlafen haben. Ich habe hervorragend geschlafen. Ich überhaupt nicht. Insofern, ich gehe auch gleich ins Bett. Du kriegst morgen noch einen Campingkurs bei mir. Ja, okay. Bis morgen. Gute Nacht. Thank you.